Und jetzt wieder unsere Serie mit dem Löschblatt. Ich darf ganz herzlich begrüßen als nächsten Talkgast. Es wird ein Interview sein, er kommt gleich wieder. Als nächsten Talkgast jemand, den ich auch sehr, sehr schätze, Sarah Wagenknecht. Ja, die SPD hat ja nicht nur, als sie beschlossen hat, sich uns gegenüber zu öffnen, gesagt, die Außenpolitik muss weg, sondern auch die Europapolitik muss weg. Nun weiß ich nicht genau, was an der SPD so vorbildlich ist, dass man sich an ihr orientieren muss. Ist dir da irgendwas aufgefallen, was man vielleicht ins nähere Kalkül ziehen sollte, wenn man denn mit Ihnen in die Regierung wollte? Naja, also mir fallen da eigentlich eher Beispiele sozusagen als abschreckendes Beispiel ein, also auch für Rückgratlosigkeit, für Umfallen und natürlich etwas, was aus der inneren Dynamik jeder Partei droht. Also auch natürlich wir als Linke, jede Partei ist immer in der Gefahr, sich von Medien, von gesellschaftlichem Druck, von Arbeitgeberverbänden, von Lobbyorganisationen in eine bestimmte Richtung drängen zu lassen. Und bei der SPD hat das wunderbar funktioniert. Also die ist heute sozusagen in einer Einhelligkeit mit der CDU, die kaum größer sein könnte. Dafür brauchte es noch nicht mal die Große Koalition, weil die Europapolitik, die Ausplünderung Griechenlands, die ganzen Kürzungsdiktate, die hat ja in der letzten Legislatur nicht nur Schwarz-Gelb beschlossen, sondern die SPD hat ja immer eilfertig Frau Merkel die Mehrheit gesichert, als ihre eigene Koalition schon teilweise bröckelte. Und das zeigt eben auch, da sitzen natürlich die Mitverantwortlichen für diese ganzen katastrophalen Zustände. Und ich weiß gar nicht, muss ich ehrlich sagen, wie man sich morgens noch im Spiegel angucken kann, wenn man tatsächlich mitverantwortlich dafür ist, dass in Griechenland heute Menschen sterben, weil sie sich ihre notwendigen Medikamente nicht mehr leisten können, weil unter dem Druck der Troika die Gesundheitsausgaben zusammengestrichen wurden und so weiter. Wären das jetzt für uns, für den Wahlkampf, so die richtigen Motive? Wir kämpfen für die armen Griechen, für die griechischen Rentner, für die, die sich, ich glaube, es sind jetzt 127 in den letzten 3 Monaten, die sich erschossen haben oder öffentlich umgebracht haben. Oder ist es überhaupt für uns das richtige Argument, Alexis Tsipras zum Spitzenkandidaten für die Europawahl zu machen? Ich sehe schon die Bild-Zeitungskampagne und die Kampagne von anderen, möglicherweise auch weichgespielteren Gegnern von uns, die dann eben das als reine Opferbereitschaft der deutschen Steuerzahler brandmarken wird. Meinst du, wir kommen damit über die Runden? Nein, ich finde, entscheiden, sich gar nicht einzulassen auf diese Demagogie. Da sind die Griechen, hier sind die Deutschen, die einen zahlen und die anderen profitieren. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also das, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland bezahlt haben, ist nicht der griechische Staatshaushalt, sondern ist die Sanierung der Anleger Griechenlands. Das heißt, privater Banken, nicht zuletzt deutscher Banken, die griechische Staatsanleihen gehabt haben und denen wir die alle schön abgenommen haben. Heute sind das fast nur noch staatliche Anleihen. Und natürlich ist die Konsequenz, und da zeigt sich natürlich auch wieder, wie dreist das ist, wenn die SPD sagt, wir sollen unsere Europapolitik revidieren. Also wir haben 2010 gefordert, Schuldenschnitt für Griechenland. Und das wäre die einzig sinnvolle Aktion gewesen, weil das bedeutet hätte, die privaten Banken hätten verloren, hätten die Verluste auch abschreiben müssen, nicht der Steuerzahler, aber eben auch nicht die Menschen in Griechenland, die dann durch diese Kürzungspakete drangsaliert wurden, wo eine Lehrerin, die früher mal vielleicht 1500 Euro hatte, heute noch mit 700, 600 Euro irgendwie über die Runden kommen muss, das wäre alles nicht notwendig gewesen. Und heute, das ist ja das Interessante, diskutiert sogar der IWF, ob nicht ein Schuldenschnitt damals besser gewesen wäre als diese abstruse Politik. Aber Herr Steinmeier fährt nach Griechenland, also ich muss sagen, ich finde das wirklich sowas von schäbig, schleicht da rum und erzählt, also so ungefähr, ja,
die sollen doch bitte in ihrem Reformeifer nicht nachlassen. Und man weiß ja auch, die Troika fordert ja noch mehr Entlassungen, noch mehr Kürzungen. Ja, wo soll denn dieses Land noch hingehen? Und vor allen Dingen, Sie müssen doch nur mal Ihrer selbst gesteckten Maßstäbe sehen. Sie haben ja immer gesagt, Griechenland muss sparen, damit die Schulden reduziert werden. Naja, bevor Griechenland in diese ganzen sogenannten Rettungspakete reingegangen ist, hatten sie eine Schuldenquote von 130%. Heute haben sie eine Schuldenquote von 175%. Das heißt, diese ganzen brachialen Verarmungsmaßnahmen haben die Schulden um keinen müden Euro reduziert. Sie sind höher als jemals zuvor. Sie sitzen nur, sie werden nur von anderen getragen. Und ich finde, auch das zeigt deutlich, diese ganze Europapolitik ist eine Politik im Interesse der Banken und der oberen 10.000. Weil das ist ja auch noch der nächste Punkt in Griechenland. Während die kleinen Leute geschröpft wurden, die Taxifahrer, die Krankenschwester, die Lehrerin, hat die griechische Oberschicht keinen müden Euro beigetragen. Und da kann sich eben Deutschland auch nicht sozusagen die Hände in Unschuld waschen. Da wird immer gesagt, ja, die schieben alle ihre Vermögen in die Schweiz, da können wir nicht ran. Komischerweise, die USA hat es doch vorgemacht, wie es geht. Die USA hat die Schweizer Banken unter Druck gesetzt und hat gesagt, wenn ihr uns nicht genau sagt, was es für Transaktionen gibt von amerikanischen Staatsbürgern zwischen den USA und der Schweiz, kriegt ihr bei uns keine Banklizenz mehr. Und sofort war, also da musste man keine Kavallerie schicken, die früher mal Herr Steinbrück angedroht hat, sofort waren die Banken zur Kooperation bereit. Natürlich, Griechenland könnte die Schweizer Banken nicht so unter Druck setzen. Aber Deutschland könnte es natürlich, wenn man denn wollte, dass die Reichen bezahlen. Das Schlimme ist, dass Frau Merkel weder in Deutschland will, dass die Reichen bezahlen, noch will sie es in Griechenland, sondern sie macht ein ganz brutales Umverteilungsprogramm. Und ich finde, das müssen wir im Wahlkampf deutlich machen, dass hier ein Raubzug gegen die normale Bevölkerung durch die oberen 10.000 und durch die Banken und großen Unternehmen stattfindet. Das ist der Kern Ihrer Europapolitik. Und dass das Wort Raubzug nicht aus deinem martialischen Hirn kommt und so völlig isoliert dann im Allverhalt, zeigt, dass der Titel »Der größte Raubzug der Geschichte«, der genau über die Banken geht, ein Spiegel-Bestseller ist. Dennoch gibt es zu den Gegenmaßnahmen gegen diesen Raubzug ein Argument, was auch gelegentlich bei uns erwähnt wird, in dem Moment, wo wir die Banken hart angehen oder pleite gehen lassen, haben die doch die Rentenkassen, die Pensionen im Schwitzkasten, in Geiselhaft und ziehen die mit in den Abgrund. Und damit ziehen wir ja die mit rein, die eigentlich gar nichts dazu können. Naja, das ist natürlich das beliebte Argument der Banken. Und da muss man sagen, das ist eine gnadenlose Heuchelei. Weil diese Banken, die uns damit erpressen, wir geben keine Kredite mehr, wenn ihr uns reguliert, wir bringen die Volkswirtschaft in den Abgrund, das sind ja die privaten Großbanken, das sind ja nicht die Sparkassen oder die Genossenschaftsbanken. Und diese privaten Großbanken vergeben sowieso immer weniger Kredite an die reale Wirtschaft, sondern das, was sie mit dem vielen Geld, was ihnen ja auch Herr Draghi so großzügig rüberreicht, was sie damit machen, ist Spekulation, sind absurde, teilweise Betrugsgeschäfte auf den internationalen Märkten. Und auch das ist ja inzwischen bekannt. Ich meine, jeder weiß, es ist nachgewiesen worden, dieser zentrale Zinssatz, der LIBOR, ist manipuliert worden, unter anderem auch von der Deutschen Bank. Jeder weiß, es ist inzwischen nachgewiesen worden, Wechselkurse werden manipuliert, zwischen, also indem große Banken sich absprechen und damit solche Insidergeschäfte machen und sozusagen damit natürlich auch einen fetten Reibach. Wir wissen inzwischen auch, der Goldpreis wird teilweise manipuliert. So, und obwohl wir das alles wissen, stellt sich die herrschende Politik hin und sagt, ja, aber wir müssen natürlich zusehen, dass die Staaten weiterhin unter dem Diktat der Finanzmärkte oder der Kontrolle der Finanzmärkte bleiben, weil das ist ja die Weisheit der Märkte. Die Märkte fordern ja Reformen ein und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Staaten auf keinen Fall über die EZB finanziert werden, sondern immer nur über die Banken, weil die Banken so weise sind. Und natürlich, wenn die einen Wechselkurs manipulieren können, dann soll mir doch keiner erzählen, dass die nicht genauso gut die Kurse von Staatsanleihen manipulieren können. Natürlich können sie das. Aber dieses Diktat der Finanzmärkte ist natürlich wiederum ein wichtiges Mittel, Demokratie auszuhebeln, weil die Politik sich dadurch natürlich selbst in eine Abhängigkeitsposition gibt. Also ich kann doch die Banken nicht regulieren, wenn ich gleichzeitig von ihnen abhängig bin. Das heißt, solange man diese Abhängigkeit nicht aufhebt
Und da fordern wir eben als Linke direkte Kredite von der Europäischen Zentralbank an die Staaten. Wenn man diese Abhängigkeit aufhebt, dann kann man die auch anders an die Kandare nehmen. Und noch einen letzten Punkt auch, was immer die Größe der Banken, da wird ja auch immer gesagt, die müssen so groß sein, um die Exportwirtschaft zu begleiten. Alles Unsinn. Sie sind ja auch in der Krise noch größer geworden. Und sie sind ja gerade heute auch wirklich ein Mittel, auch durch ihre Größe natürlich Staaten erpressbar zu machen. Und da muss ich sagen, da gibt es ja zum Beispiel im alten Ordoliberalismus, wo immer gedacht wird, das ist keine linke Tradition, da sind ganz interessante Ansätze. Zum Beispiel einer, Alexander Rüstow, das ist ja ein klassischer Ordoliberaler gewesen. Der hat mal so schön gesagt, also ein Staat, der anfängt, das Raubtier organisierter Unternehmensinteressen zu füttern, wird irgendwann von ihm verschlungen. Und wir haben vor allem bei den Banken, natürlich auch bei den großen Unternehmen, wir haben als Staat oder die Staaten haben das Raubtier dieser organisierten Unternehmensinteressen, sprich ihre Lobbyinteressen, ihre Profitinteressen, gefüttert. Und deswegen sagen wir auch deutlich, wenn da von Systemrelevanz geredet wird, was heißt denn das? Systemrelevante Bank. Das heißt doch, Finanzstabilität ist ein öffentliches Gut. Systemrelevant heißt, es ist ein öffentliches Gut, was uns alle angeht. Aber da muss man doch mal irgendwann die Schlussfolgerung draus ziehen, ein öffentliches Gut gehört nicht in die Hände privater Renditejäger. Und deswegen sagen wir Zerschlagung der Banken und gesellschaftliche Banken. Zum möglicherweise Abschluss unserer Fragen, das, was vorhin Bernd Rixinger noch mal deutlich gesagt hat, für uns alle, dass wir pro-europäisch sind, dass wir freundschaftlich und mit ganzem Herzen für die europäische Integration streiten, steht ja in krassem Gegensatz zu dem, was wir im Parteiprogramm und auch in allen anderen zur Debatte stehenden Dokumenten an Kritik an dieser EU haben. Und die große Kunst wird darin bestehen, diesen Grundgedanken, der ja gespeist ist dadurch, dass diese elende sogenannte Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland überwunden wird, das ist ja zu Teilen auch gelungen, dass dieser Grundgedanke des Friedens, auch des Versöhnens, ich glaube, das Versöhnen auch zu einem Teil des Marxisten oder der Marxistin Pflicht ist. Es ist nicht nur überall neue Zänke aufzureißen, dass dies nicht in der EU sich wiederfindet. Kriegen wir im Wahlkampf rüber, dass wir zu einer europäischen Integration stehen und dies mit einer möglicherweise umso schärferen Kritik an den Institutionen der EU zusammenbringen? Ich finde, wer irgendwo ein Interesse, einen Sinn für europäische Werte, für europäische Ideale hat, für das Zusammengehen der europäischen Bevölkerungen, der muss die heutige EU kritisieren. Und ich finde es eine Frechheit, ausgerechnet der Linken zu unterstellen, sie sei antieuropäisch. Was ist denn antieuropäisch? Antieuropäisch ist, wenn ich eine Politik mache, die die einzelnen Länder und die Menschen in diesen Ländern gegeneinander aufbringt. Und dann gucke ich mir die Umfragen an und dann sehe ich doch, wie sozusagen die Zustimmung zu Europa in den letzten 5 Jahren radikal abgenommen hat. Es ist in den meisten Ländern noch nicht mal mehr die Hälfte der Bevölkerung, die heute sagt, wir finden Europa gut, aber nicht, weil das jetzt plötzlich alles Nationalisten sind, sondern weil sie empfinden, dass diese heutige EU, diese Brüsseler Behörden, diese Troika, diese EU-Kommission oder auch diese Europäische Zentralbank, dass die in einer Weise Einfluss nehmen, die ihre Löhne absenkt, die ihre Renten kaputt macht, die ihre Sozialsysteme zerstört, die Privatisierungen vorantreibt, aktuelles Beispiel Trinkwasser. Und wenn sie so eine EU wahrnehmen, dann muss man sich nicht wundern, dass antieuropäische Ressentiments natürlich in Europa immer stärker werden. Wir wollen diese Ressentiments nicht. Aber gerade deswegen brauchen wir eine andere
europäische Integration als die heutige. Wir brauchen auch andere europäische Verträge. Und das hat die Linke schon immer aufgemacht. Diese heutigen Verträge setzen auf einen Dumpingwettlauf. Immer schlechtere Sozialstandards, immer niedrigere Steuern für große Konzerne, immer schlechtere Regulierung auch für Banken. Da ist ja die EU mitschuldig. Auch aus EU-Ebene kamen ja diese ganzen Deregulierungsvorschläge. Das ist nicht ein Europa der Menschen. Das ist ein Europa der Reichen, der Oberen, ein Europa der Konzerne, ein Europa der Banken. So ein Europa wird immer unpopulärer werden. Und ich glaube, dass wir das im Wahlkampf deutlich machen müssen. Nur wenn man die EU verändert, kann es wieder auch ein Miteinander europäischer Völker und wirklich auch europäische Zusammenarbeit und ein europäisches Sozialmodell geben. Das war ja mal der Anspruch der EU. Das war ja sozusagen einerseits ein Projekt, wo es um den Ausschluss von Kriegen in Europa ging, aber ganz am Anfang, das kann man sich bei de Gaulle und bei vielen anderen noch durchlesen, da ging es auch ausdrücklich um ein Alternativmodell zum entfesselten Kapitalismus, um ein Sozialmodell in Europa. So, und diese heutigen Verträge lassen dafür überhaupt keinen Raum. Sie sind das genaue Gegenteil. Und deswegen, finde ich, müssen wir ganz klar sagen, pro Europa. Pro Europa heißt gegen diese Verträge. Und dann muss ich auch noch mal eins sagen. Also wenn jemand in Deutschland zurzeit auf nationalistische und üble Ressentiments setzt, dann weiß Gott nicht die Linke. Wenn ich mir angucke, was die CSU zurzeit betreibt mit ihrer Kampagne und mit ihrer Stimmungsmache. Und also dann muss man doch ganz klar sagen, so wird tatsächlich, so werden Menschen gegeneinander aufgehetzt, so wird natürlich auch Verantwortung mit übernommen, wenn irgendwann rechte Schlägerbanden sich dadurch bemüßigt fühlen. Und ich hätte mir einmal gewünscht, aus Seiten also der CSU oder auch der CDU oder selbst der SPD, sozusagen das Kreuz, eine solche Losung, wer betrügt, der fliegt, mal gegen die Banken zu wenden. Dann hätte man nämlich bei den Banken tatsächlich längst vielen die Lizenz entziehen müssen. Das wäre ein Weg gewesen. Aber nicht das, was Sie da machen. Das war ja auch das, was Bernd vorhin gesagt hat. Nur ganz, ganz kurze Antwort auf die Frage, wie umgehen mit der AfD? Also für mich ist nicht die AfD das Thema. Für mich ist das Thema, wie schaffen wir es, dass die Menschen, die aus gutem Grund sehr kritisch gegenüber der heutigen EU eingestellt sind, die aus gutem Grund sagen, die EU-Kommission macht eine neoliberale Politik, die aus gutem Grund sagen, Herr Draghi hat seine Vergangenheit als Investmentbanker noch lange nicht vergessen, sondern macht genau diese Politik, dass wir die nicht rechtspopulistischen Parteien überlassen. Und das betrifft die AfD und es betrifft aber auch andere Parteien. Vielen herzlichen Dank. Das war unser kleiner Talk an Sarah Wagenknecht. Noch ein runder Gehbeifall. Beifall.